Hi Leute, heute schauen wir uns Wiederholung von der gestrigen Rennen. Die Nations Cup wurde Gruppe 1 gefahren. Ich habe mich ja für Audi entschieden. Als Gruppe habe ich auch Toyota und Porsche. War ziemlich nett, aber habe ich am besten Audi gefühlt. Die Qualifikation ist ganz gut gewesen. Und wenn man Probleme kommt, auf Platz 6 oder bei Zit, man sehen kann. Für Rennen habe ich eigentlich keine Boxenstopp geplant. Ob die Reifen wirklich durchhalten, wusste ich nicht. Das habe ich nur einmal gefahren, also musste ich im Ende sehen, ob das wirklich so passt. Also meine Fahrstelle habe ich auch gefahren, da gibt es keine Wiederholung von. Da bin ich, glaube ich, von Platz 12 gestartet und der erste Stint war wirklich schlecht. Rundenzeiten waren 2.17, 2.15, 2.15. Und dann nach Boxenstopp ist 2.4 oder so. Also der erste Stint war wirklich schlecht. Mit dem BMW musste ich auf jeden Fall alle aufdanken. Der Spritverbrauch ist da zu hoch. Da wollte ich nicht Sprit sparen. Und damit mit Boxenstopp, aber der erste Stint war wirklich sehr schlecht. Damit auf Platz 19 beendet, 0 Punkte. Hier lief es auf jeden Fall besser. Starten, Position 6. Und erste Kurve ist wirklich nicht ungefährlich. Aber das Ende war ziemlich fair. Die bin ich ziemlich langsam gewesen. Die anderen waren ziemlich vorsichtig. Und in der nächsten Kurve jetzt, die kommt. Der Fahrer vor mir hat ziemlich Probleme. Ein paar Mal sogar. Und das war nicht ganz gut für mich. Hat Zeit gekostet und auch nicht besonders gut für die Reifenbremsen. Wir halten für unsere Positionen und fahren so gut wie es geht voll. Hier wieder ziemlich nah dran an den Gegner. Das war nicht ohne. Da muss ich einmal aufatmen. Und jetzt auf die gerade Sprung nehmen. Und da gehe ich vorbei an den Alpin. Der ist eigentlich ziemlich schnell auf der Geraden. Aber in der ersten Phase von der Beschleunigung, da konnte ich vorbeiziehen. Und das wird wahrscheinlich auch durchs Rennen dann gehen. Helfen ein bisschen schneller zu fahren als der Alpine und ein paar andere Fahrzeuge. Wieder der Toyota mit Problemen. Also da habe ich gehofft vorbeizugehen oder dass der Abstand zwischen uns ein bisschen größer ist nach den zwei Runden. So, dann halt war es nicht optimal. Ja, der Spritverbrauch war ziemlich gut, also zu viel Sprit in diesem Rennen. Und
Eigentlich nur müsste man aufpassen auf die Reifen. Im Moment fahre ich weiterhin voll. Alles bestens. Wie man hat gesehen, eine Position gewonnen. Hab gehofft, dass vielleicht ein, zwei Fahrer vielleicht Boxenstopp machen. Und so gewinnt man eine Position. Aber dann mit den schlechteren Reifen. Vielleicht geht's gut, vielleicht nicht. Das wusste ich jetzt noch nicht. Wieder Probleme. Jetzt der Porsche ein bisschen langsam in der Kurve. Das war nicht gut für mich. Und die Reifen. Ja, das fällt ziemlich dicht zusammen. Wie man sehen kann, alles ziemlich schnell unterwegs. Ich denke mal, wenn ich frei fahren könnte, in der ersten Runde in 1.22, wenn eine Runde weiter ist. Aber ja, Hauptsache keinen Unfall bauen. Sieht man, dass es nicht so einfach ist. Ja, wir halten uns ganz gut auf der fünften Position. Die Reifen werden langsam und schlechter. Ich denke mal, in der nächsten Runde wird es schon etwas spürbar sein. Ja, da musste ich auch ein bisschen aufatmen. Da war das Auto ziemlich direkt vor mir. Und ja, die Temperatur war in dem Moment nie gut. Ja, war aber nur ein Moment so. Weiterhin sehr gut unterwegs. Ja, die Lackierung schon ein bisschen modifiziert. Und ich denke mal, für die nächste Saison werde ich in weiß-blau starten. Muss man aber noch sehen. Ist noch nicht sicher. Aber wahrscheinlich dann geht es in weiß-blau auf die Strecke. Ja, jetzt mal ein bisschen Druck von der sechsten Position bekomme ich. Etwas mehr Konzentration wird jetzt abverlangt von mir und soweit geht es ganz gut. Ah, sechste Runde. Da ist schon die Hoffnung, dass andere Fahrer mit ausgehen. Die Reifen sind schon ein bisschen nachgenutzt. Also da... Vielleicht wird es nicht optimal am Ende des Rennens.
Da habe ich schon ein wenig mit Sorge auf die Reifen geschaut. Vielleicht ein bisschen zu schnell gemacht am Anfang. Ja, ich musste ein wenig zu viel bremsen. Aber gut, ich fahre durch, mache das Beste draus. Im Moment geht's. Die fährt ziemlich gut auf der Strecke. Fand ich sehr angenehm zu fahren. Ja. Zweite Hälfte ist hier nicht so einfach, so schnell. Ja. Die Haltung ist weiterhin auf der 5. Position. Bin richtig zufrieden mit. Vor mir fahren auch etwas besser jetzt. Aber lange werde ich den Abstand auch nicht halten können. Die Reifen werden schlechter jede Runde. Ich fühle es mehr und mehr. Nach hinten ist im Moment ziemlich komfortabel. Also kann ich mich auf meine Rennen konzentrieren. Ja, der zweite geht jetzt an die Box. Also im Moment Platz 5. Ganz, ganz gut für mich. Der Boxenstopp dauert auch ein wenig viel auf der Strecke. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, die Reifen sind jetzt schon deutlich schlechter. In dieser Runde habe ich schon das auch gemerkt. Und jetzt wird es ein wenig bergab gehen. Mit den Reifen und den Zeiten. Ja. Im Moment ist der Abstand zu Platz 5 ziemlich groß. Aber die Reifen werden immer schlechter. Also das im Moment sieht gut aus, aber leider nur im Moment. Der 5. Platz wieder kommt näher. Das sehe ich von den Zeiten her. Die Reifen ziemlich schlecht. Das Auto ist immer noch ziemlich gut zu fahren, aber leider kann ich jetzt nicht mehr so viel zu machen, als einfach
ein Rennen zu fahren und vielleicht halte ich die Position, vielleicht nicht. Wird ziemlich knapp und Umständen nicht einfach, die Position zu halten. Wir haben noch eineinhalb Runde zu fahren jetzt und die Reifen sind nicht mehr so gut. Ja, die Rundenzeit geht noch halbwegs, aber nicht zu vergleichen mit frischen Reifen dann. Also der Kampf um Platz 5 beginnt. Ja. Jetzt ganz, ganz schwer, den Platz zu halten. Meine Reifen sind wirklich am Ende. Der Toyota war auch sehr schnell auf der Strecke. Fand ich aber auch die Finger etwas besser. Und ja, vielleicht hat es sich gelohnt, mit dem Auto zu fahren. Eigentlich halten wir die Position. Aber jetzt schon wird es schwierig. Die Kurve leicht ist. Streckenabteilung beginnt. Für mich jetzt ganz schwer. Und da bin ich schon ziemlich weit gefahren und ja, gut ist. Platz 5 auch bin ich zufrieden mit. Also werde ich ganz sicher nicht unfair sein jetzt. Und jetzt geht es auf die Startzielgerade. Und so endet dieses Rennen. Es war ein gutes Rennen, sehr schönes Rennen, sehr faires Rennen. Also das hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Rennen. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Vielleicht sogar sehen wir uns auf der Strecke. Bis nächstes Mal.